Ein reweisches Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Minecraft und zwar Master Builders oder Action. Ja, vier Leute sind wir gerade mal leider. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist, warum so wenig Leute sind. Aber ich hoffe mal, dass sie drin bleiben. Und ich habe mir ein Thema überlegt, weil die Frage kam eben. Essen und Trinken. Die Frage kam eben, wie Items und ich uns kennengelernt haben oder woher ich Items kenne. Und Moment, beides ist eher schwarz. Da Items und ich, wir kennen uns oder ich kenne ihn seit. Es müsste theoretisch. Müsste es seit 2011 sein, seitdem ich ihn kenne. Und kennengelernt habe ich ihn durch meinen Bruder, weil der damals eine Schulband hatte. Und da war der Items dabei, als Schlagzeuger, glaube ich, war das. Ja, und dadurch ja, sind wir halt in Kontakt gekommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie das weiterging. Was baue ich denn? Also ich wollte eine Colaflasche bauen, aber das sieht ja aus, ey, Leute. Dann habe ich mit dem Items zusammen zusammengearbeitet. Das kam auch noch hinzu. Dann durch ein Items bin ich auf Minecraft gekommen. Ja, und seitdem ist es halt immer mal wieder mal ein Auf und mal ein Ab, sage ich jetzt mal. Mal haben wir mehr Kontakt, mal haben wir weniger Kontakt. Was ist das? Leute, was ist das? Ups. Naja, wir lassen das mal so stehen. Ja, was baue ich noch? Das muss ich gerade überlegen. Was ist denn das denn? Den Stein kenne ich noch gar nicht. Nee. Ich wollte jetzt noch einen Burger oder sowas bauen, aber wie baue ich jetzt einen Burger am besten? Baue ich den so? Ja. Was habe ich denn jetzt schon erzählt? Also, wir haben halt zusammen in einer Firma gearbeitet und ich bin dann einfach gegangen. Also wenn ihr das Dings kennt von Items, dann kennt ihr so ein bisschen die Geschichte des Draw My YouTube Life, weil da ging es auch um die Zeit eben. Und ja, da hat er erzählt, dass wir halt in der Firma waren und eben die eine Person gegangen ist und die Person war ich. Da habe ich mich ziemlich drüber gefreut. Also, nicht, dass ich gegangen bin, aber dass er mich da erwähnt hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, also da sind wir dann weiterhin in Kontakt geblieben. Der Kontakt ist dann auch immer mal wieder so ein bisschen eingeschlafen. Aber dann eben auch wieder aufgewacht. Und das Letztere, glaube ich, war doch eine etwas längere Zeit, wo wir jetzt keinen Kontakt zueinander hatten. Lag aber an mir. Umso froher bin ich, dass das Items eben nicht nachtragend ist oder so. Also das soll ja der Burger sein, das soll eine Colaflasche sein. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und jetzt wollte ich noch ein
einen Donut oder sowas bauen. Aber Donut ist auch wieder. Ist das so in der Farbe? Und so. Wunderschön, oder? Das ist doch ein richtig cooler Donut. Den machen wir jetzt noch ein bisschen breiter. Vielleicht noch eins höher. Noch eins höher? Ich weiß es nicht. Soll ich das noch eins höher machen? Wir haben ja noch genügend Zeit, sehe ich gerade. Kriege voll die Panik. Ne, wir machen das nicht eins höher. Das sieht dann schon wieder komisch aus. Aber jetzt kommt die Glasur oben drauf. Man kennt's ja. Ja, ne, wir ziehen es ringsrum. Ich weiß nur nicht, ob die Leute das erkennen, aber eigentlich, ey, das ist doch ein Donut, Leute, hey. Da wird man am liebsten gleich hier reinbeißen. Dann baue ich jetzt noch ein Glas oder so. Ein Glas. Ein Sprudelglas. Ups. Ja doch, eigentlich können wir das so bauen. Eigentlich können wir das so, so bauen. Na. So. Und da kommt jetzt Wasser rein. Hätte ich vielleicht hinten bauen sollen, Richtung zu der Colaflasche. Dann wäre es vielleicht am ehesten. Mist, warum fließt denn das jetzt? Nein! Oh Gott! Ich brauche einen Lerneimer, ich brauche einen Lerneimer. Mann, Mann, Mann. Ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich jetzt ehrlich gesagt mal so zugeben. Wartet mal, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Gelb, 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 gelb. Für der Käse. Das ist der Käse. Wow. So. Essen und Trinken eben. Ein Burger. Dingenskirchen. Oh, ah ja, natürlich ein Kuchen. Hätte ich auch noch bauen können. Ja, kriegt ein Gut. Wie viele sind? Ah, ist keiner rausgegangen. Gut. Also ich hoffe, ich konnte euch oder ich konnte dir die Frage beantworten. Woher oder ja, woher ich Items kenne. Finde ich auch. Ja, das finde ich sehr gut. Ist zwar nicht wirklich Essen und Trinken gebaut, aber ich finde es halt sehr gut wegen der Tafel hier. Und der schwebende Keks. Was ist das andere? Ich glaube, das war eine Suppe. Messer und Gabel. Und was ist das? Pommes Mayo. Okay, finde ich gut. Was ist das hier? Okay. Da finde ich meine Cola gelungen, ne? Ich weiß auch nicht. Was? Der gibt mir nur ein Gut. Das ist nicer dicer, ey. Leute. Ich glaube aber, dass der mit der Tafel gewonnen hat. Ja. Tatsache. Und ich bin Dritter. Okay, wer ist Zweiter? Naja, kann man sich drüber streiten. Und letzter war dann. Er hat es vorhin schon mit mir hier. Der ist wohl hier auch auf YouTube. Keine Ahnung.
So, jetzt verprügeln wir uns noch ein bisschen und währenddessen, ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao.